Okay, ich brauche nur. Ja. Glas habe 28.000, Alter. Ich hätte es vielleicht ein bisschen früher ausschalten sollen. Ich verdrück mich die ganze Zeit. So. Nee, ich brauche die kurze. So, 6 Stück Hammer. Dann hängen wir mal auf. So. Nein! Kann ich dich da dranhängen? Nein, warum kann ich dich da nicht dranhängen? Bist du denn für ein Assi? Okay, wir brauchen andere. Wir brauchen doch Lanterns. Verdammt. Okay. Dann brauchen wir sowas. Die bleiben da hoffentlich hängen. Das müssten auch die sein, ne? Ja. Iron Lantern von Rustic. Das finde ich wahrscheinlich die Chain nicht mehr. Doch, da. Ja! Ja! Es funktioniert. So. Ah. Hinten brauchen wir auch noch was. Hoppala. Wir müssen sich so konzentrieren, dass ich diese Chains nicht aus den Augen verliere. Cool, oder? Ich finde es schön, dass wir heute was Kreatives machen. Zumindest halbwegs kreativ. Oh, ich habe keine Chains mehr. Aber ich habe doch Blümchen dabei. Die Blümchen können da noch außen rum. Dort habe ich leider keins dabei. So. Mal alles dahin pflanzen, was wir so haben. Wir brauchen auch eigentlich nochmal 2 Treppen für hier. Und dann brauchen wir natürlich noch Deko für da drinnen. Quatsch, ich wollte schlafen. So. Dann mal gute Nacht. Jetzt haben wir da einen kleinen Pavillon gebaut. Und wir brauchen dann noch Treppen. Und einen Weg müssen wir auch wieder hinbauen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Okay. So. Genau, ich brauche... wie heißt es? Da. 2 Stück. Blöckebau auch noch ein paar. Und Buttons. Dann haben wir das nämlich auch gleich angeschlossen. Ist lang her, dass wir so lange draußen gebaut haben. Ich habe die Erde vergessen. Egal.
So. Zack. Nur noch die Buttons hier. Können wir eigentlich da und da noch einen kleinen Baum hinsetzen? Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Ich markiere mir den nochmal. 1, 2, zack. Dann hauen wir uns da einen kleinen Oakwood hin, aber mit Blüten. Und drücken die Daumen, dass er nicht groß wird. Sapling. 1, 2. Oh, hoppala. So. Ach, ich könnte auch eigentlich gleich Knochen mehr mitnehmen. Wir haben mehr wie genug Knochen. Wir haben 2050 Knochen. Das ist ein bisschen viel. Eventuell hat die Monsterfalle etwas viel mitgenommen. Zack. Zack. Ja. Ja. Haben wir hier noch zwei Bäumchen. Hängt ein bisschen tief, aber wir haben sie. Schön. Theoretisch könnten wir da auch noch einen Baum hinhauen. Aber hier machen wir erstmal den Dreck wieder ein bisschen schöner weg. Da bauen wir die mal hin. Und stimmt, dann brauchen wir eigentlich auch noch ein Schild. Da, dann, dann, dann. So. Ich musste gerade nicht überlegen, wie man was Schild auf Englisch heißt. Nee, nee. Ich wollte gerade Shield eingeben. Hoppale. Kann passieren. Was stellen wir denn das hin? So. Hängt es da jetzt an dem... Naja. Hübsch ist nicht. Ah. Ja. Hübsch ist immer noch nicht. Aber besser als das andere. Schreiben wir es so. Sehr schön. Dann brauchen wir eigentlich noch... Ich habe Schluck auf. Eigentlich noch... Ja, denke ich, ist jetzt nicht nur im Spiel, die ist jetzt verewigt in meinem Let's Play. Oh, noch Dirt. Um das draußen wieder ein bisschen hübsch zu machen. Habe ich eigentlich noch Diamanten? Ja. Ja, habe ich noch. Weil ich müsste eventuell die Schaufel mal reparieren. Wir können ja jetzt sogar uns im Weg folgen, ne? Richtig geil. Na, hier, da guck mal, kann man gleich zumachen. Gehen wir durch unseren schönen Tunnel hier durch. Und dann sind wir schon bei der Schmiede. Kann man die so... Ja. So.
nicht zu viel machen. Ich habe hier keine Enchantment-Level zu verschenken. So, einmal das reparieren und das reparieren. Die geht eigentlich noch. Okay. Da ist jetzt auch alles zu. Und da ist auch kein Loch mehr drin. Das ist alles so ungewohnt. Ja, aber auch da drüben. Achso, ich hänge da leider jetzt immer an dem Schild fest. Also ein bisschen blöd, aber hilft jetzt leider nichts. Wenn wir da runtergehen, ist auf einmal der Keller auch nur noch so groß. Habe ich alles zugemacht. Alles. Alles dicht gemacht. Warum steht da eine Kiste? Ach, das war meine alte Werkzeugablegekiste. Wir bleiben leider bei dem Block jetzt eine ganze Weile hängen, weil ich da die Treppe auch nicht mehr weiter nach hinten schieben kann, weil wir sonst auch unten in den Keller durchbrechen. Deswegen ist eher so die Überlegung, ob wir das Schild nicht nehmen und woanders hinschieben. Ich Idiot habe ja die... Ob wir das dann nicht einfach höher machen und da einen anderen Block rein. Dass wir hier quasi die Treppe nochmal wegmachen. Und dann auch mal ein Oakwood reinhauen. Weil ich Idiot ja den Keller so hoch gebaut habe. Deswegen ist ja hier diese Monstertreppe nach oben, damit mir das nicht nochmal passiert. Es war halt nicht nachgedacht damals. Oh, ich habe Lead als Oakwood. Aber gut. Das ist halt die Problematiken an einem ersten Dorf, das man baut. Weißt du, machen wir mal einfach das hier hoch? Ja. Wollte ich mit Dirt. So. Und dann hängt es halt da an dieser Schildhalterung. So. Also dann kommen wir auch wieder durch. Easy. So. Ich muss sie wieder umsetzen, weil mir brennen die Fersen, weil ich richtig dumm da sitze. So. Es ist gar nicht so klein, was wir hier gebaut haben am Dorf. Es ist nicht hübsch, aber es führt. Da hinten ist halt noch viel Quatsch. Wir hätten alles unerschlossen, haben wir irgendwann mal die Bäume weggemacht. Um zu gucken, wie viel Platz wir da überhaupt haben. Und wir haben sehr viel Platz. Sehr viel Platz. Okay. So, jetzt können auch so viele Häuser hier rein. Aber das ist ja auch eigentlich der Sinn hinter einem Dorf. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wohnhäuser und diesen hässlichen Turm. Und es sind noch Sachen zu wegbaut, die da eigentlich nicht mehr hingehören. Da hinten genauso, aber ich würde gern die Flüssigkeit da noch raus tun. Dann das mal weg, das auch. Und ich hole mal noch mal ein Bucket und mache die Flüssigkeit daraus. Weil ich glaube, ein bisschen Flüssigkeit kriegen wir dann noch nach. Aber dann können wir vielleicht unten noch mal so heißes Zeug reinfüllen. Ja, ein bisschen Firewater habe ich ja noch. Ja, dann nehmen wir vielleicht auch ein bisschen Stein mit. Wir können auch mal so extra... Ich wollte gerade Schüsseln sagen, aber Schüsseln ist falsch. So extra Gebiete halt. Löcher. Ja klar, das Haus bin ich mir durch. Das war ein bisschen falsch gedacht. Aber das kann damit auch weg.
Meine Lieblingsmaschine, der Aquarius Akkumulator. Kommt dann auch weg. Und dann setzen wir einfach mal den Keller ein bisschen unter Wasser, oder? Unter Firewater. Das uns komischerweise nicht anbrennt. Obwohl das irgendwas mit 3000 Grad heiß ist. Brauchen wir so eine Liste an Sachen, die man auch in ein Dorf bauen kann. Weil wir gehen langsam... Also, ich hatte noch nie Ideen, aber... Sie gehen mir jetzt aus. Halt, ich wollte... Ich nehme mal Quartiz mit. Weil... Ja stimmt, eine Kirche eigentlich, ne? Das ist gar nicht mal so doof. Damit ich hier noch... Gebiete abgrenzen kann. Da ist schon Firewater drin. Da ist Firewater drin. Das können wir abgrenzen. Dann haben wir hier nochmal zwei. Also wie hier. Ich kann halt leider nicht drüber bauen, weil sonst geht es mir nicht mehr hoch in mein... in meine Truhe. So. Da kriege ich noch ein Firewater hin. Da kriege ich eigentlich auch noch ein Firewater hin. Wir haben halt jetzt mittlerweile echt viel. Aber ich habe auch noch echt viel Flüssigkeit. Wie kriege ich hier am besten viel Firewater raus? Gar nicht. Hiermit. Ja. Ich glaube, mehr geht nicht, außer dass wir es dann größer machen und das will ich eigentlich nicht. Okay, dann haben wir jetzt halt ein paar Buckets Firewater, also auch wurscht. So, wir können auch mal gucken, wie viel wir jetzt in diesen 3 Stunden an Grains of Infinity gekriegt haben. 28, ist ja nicht schlecht. Also dafür, dass wir jetzt absolut gar nichts dafür gemacht haben, sind 28 nicht verkehrt. Und wir haben keine Ressourcen verschwendet. Das ist noch das viel Wichtigere. Ja. Genau, die wollte ich wieder dahin packen. Auf unser kleines Solarenergiefeld. Ich sage, da hinten kommt eigentlich noch, da stehen doch Schilder. Gewächshaus zum Hinsetzen als Deko. Habe ich da extra reingeschrieben. Und da habe ich hingeschrieben: Baumplantage. Mhm. Baumplantage. Da habe ich auch noch ein Schild. Baumplantage. Die geht da weiter, die Baumplantage. Ansonsten, glaube ich, habe ich keine Schilder mehr aufgestellt. Ja, theoretisch kommt man von da unten auch mittlerweile nach oben, ne? Ist zwar nicht mit Treppen, aber mit Hüpfen kommt man hier hoch. Ah ja, damn it. Wenn wir drüben auch noch das Schild zur Fischerhütte. Wo nichts draufsteht, doch. Fischer, wo eine Treppe runtergeht. Bei Ewigkeiten aufgestellt. Nie gemacht. Also haben wir erst Bodista weg. Da, deswegen schreibe ich mir sowas auf, weil ich es vergesse. Könnte ich da gerne deswegen auslachen, aber
Ich schreibe das zurecht auf. So. Okay, wir haben da auch super viel rausgelootet. Wir brauchen auch eigentlich eine Sugarcane Farm. Eigentlich. Das ist tatsächlich mehr hier. Also ein Fischer würde sich schon anbieten. Wir sind immerhin das fucking Meer hier. Sieht nicht so aus. Aber es geht wirklich ins Meer raus. Wir stehen halt hier. Es sind nur so kleine Anfangsinseln. Oder so kleine Randinseln. Hoppala.